der sich über mehrere Wochen hinzog, schaffen es 800.000 Armenier bis nach Syrien. Von einem Lager ging's zum nächsten, ohne Wasser und ohne Nahrung, um nun hier im Wüstensand ausgesetzt zu werden, dem Endziel ihrer Deportation. Die ganz Entkräfteten blieben zurück und wurden am nächsten Morgen von den Adlern und Schakalen in Stücke gerissen. Dort war niemand, nur Wüste. Viele sind so gestorben. Durch die Tiere? Ja. Sie konnten nicht mehr weiter. Sie blieben zurück, um zu sterben. Am Morgen waren sie zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Dort gab es nur Adler, Schakale und andere Raubtiere. So sind sie gestorben. Manchmal marschierten wir am Tag. Als es mal nachts weiterging, schlief ich im Stehen ein. Als ich aufwachte, war die Karawane weg. In den sogenannten Neuansiedlungszonen, vor allem in der Wüste von Deir es-Sor, wurden Zehntausende von Frauen und Kindern niedergemetzelt. Manche wurden in den Höhlen bei lebendigem Leib verbrannt. Ende 1916 sind zwei Drittel der Armenier aus Anatolien eliminiert. Etwa zwei Jahre später, am 30. Oktober 1918, unterzeichnet die besiegte Türkei in Mudros ein Waffenstillstandsabkommen mit den Alliierten. Franzosen und Engländer rücken in Konstantinopel ein. Die Führer des Komitees für Einheit und Fortschritt der Jungtürken werden verhaftet oder fliehen. Die neue osmanische Regierung will sie zur Rechenschaft ziehen. Am 3. Juni 1919 werden Talat, Enver, Cemal Pascha und Konsorten vor ein Kriegsgericht gestellt. Zur Last gelegt werden ihnen Massaker, Plünderungen, die Feuervernichtung von Gebäuden und Leichen, die Verwüstung von Dörfern, Sittlichkeitsverbrechen und Folter. Bezüglich der Deportationen hält die Anklage fest, dass in allen Regionen, in denen dieses Gesetz am intensivsten angewandt wurde, also in den östlichen Vilayets, alle Gräueltaten vom Komitee für Einheit und Fortschritt ersonnen und vorbereitet wurden. Das Urteil in diesem von der Presse als historisch eingestuften Prozess wird am 5. Juli 1919 verkündet. Es zählt eine ganze Reihe von Verbrechen auf und kommt zu dem Schluss, die Ausführung dieser Verbrechen ist der juristischen Person der Vereinigung Einheit und Fortschritt zuzurechnen. Talat, Enver, Cemal Pascha und andere Verantwortliche werden in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Sie werden später von Armeniern aufgespürt und getötet. Gemäß dem während des Krieges heimlich ausgehandelten Sykes-Picot-Abkommen teilen die Alliierten die osmanischen Provinzen in Mandatsgebiete auf. Der Irak und Palästina gehen an England, Syrien, der Libanon und Zilizien an Frankreich. Der Friedensvertrag von Sèvres, der am 10. August 1920 unterzeichnet wird, erkennt die Existenz eines unabhängigen Armeniens an, das die armenischen Provinzen im Osmanischen Reich und im russischen Kaukasus umfasst.
Er wird jedoch niemals ratifiziert. Im Juli 1923 wird die von Mustafa Kemal ausgerufene neue türkische Republik im Vertrag von Lausanne bestätigt. Die armenische Frage ist damit beerdigt. Bei einer Volkszählung werden 1927 nur noch 65.000 Armenier in der neuen Türkei ermittelt. Die Flüchtlinge, denen eine Rückkehr untersagt ist, werden verstreut. Sechshunderttausend Armenier aus Anatolien haben die ethnische Politik der Jungtürken überlebt. Zwischen einer und 1,5 Millionen fielen ihr zum Opfer. Die Überlebenden waren teils in den Kaukasus, in den Iran, auf den Balkan oder in arabische Provinzen geflohen. Teils haben sie auch Verschleppung und Deportation überlebt. Angesiedelt in Palästina, Syrien, im Libanon, den USA, Griechenland, Bulgarien und Frankreich bilden die davongekommenen, Tausende davon Waisen, ein Volk in der Diaspora. Zu Beginn des Jahrhunderts gab es noch gar kein Wort für die Massaker und Deportationen, die stattgefunden haben. 1944 erfand der Jurist Raphael Lemkin im Zusammenhang mit der Shoah den Begriff Genozid oder Völkermord. Er bezeichnet Handlungen, die darauf abzielen, eine bestimmte Gruppe von Menschen wegen ihrer Nationalität, ihrer Rasse, ihrer ethnischen Abstammung oder ihrer Religion ganz oder teilweise zu zerstören. Erst 1948 wurde dies ein Tatbestand internationalen Rechts. Im ersten 1916 veröffentlichten Bericht über die armenische Tragödie schrieb der junge britische Historiker Arnold Toynbee: Für den Todeskampf Armeniens gibt es genügend Zeugen. Aber auch noch mehr und noch aussagekräftigere Statistiken würden uns nicht begreifbar machen können, was sich soeben ereignet hat. Eine Nation wurde ausgelöscht.